Guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Relockers. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht voll erst wieder voran hier im Wald, wo die Eichhörnchen die Waldhasen knallt. Keine Ahnung. Mit dem Fritzel. Ja, mit Günther. Dem Günther meinst du. Ja, moin! Günther! Ja. Günther! Ja. Du Flachkörper! So, können wir jetzt mal hier bitte serious weitermachen? Wir müssen nämlich noch ein, zwei Stämmchen aufladen und dann können wir schon mal die erste Fuhre Holz abtransportieren, ja. Und so langsam wird aus dem kleinen Resort hier nämlich auch ein Holzplatz. Ich glaube, ich habe gestern Abend zu viel getrunken. Sag mal, Alter, wo bist denn du? Ja, ich weiß es selber nicht. Ich bin hier beim Schweinebauer. Ich habe wohl zu viel getrunken, bin hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Ist das dein Ernst, Günther? Mann, ich komm, ich lauf. Nicht normal. Dann haben wir jetzt telepathische Fähigkeiten entwickelt gerade. Leider ja. Ja. So, na gut, dann mach ich hier mal ein, zwei Schnitzchen. Aber nicht zum Essen, sondern Segen. Schnitzchen. Alles gut genug? Ja, es geht. So. Money? Ja? Hast du mich? Ja? Hättest du dich geantwortet? Schön. Habt ihr Zeit? Nein, das steht eigentlich gar nicht zur Frage. Zeit haben wir eigentlich nie, aber was steht dann? Gut, ja, kommt mal zu Feld 92. 92? Ja. Was denn da? Kommt mal, gibt was Kleines. Okay, was stehst du nackt dort, oder? Nein, dann wäre es was Großes. Ah ja. Feld 92? Ja. Na gut, wir kommen mal runter gedonnert. Bin da. Wow. Scheiße, dann nimmst du gleich den LKW, oder? Am besten. Nimmst du das Holz gleich mit? Ja gut, ich komm runter, okay? Ja. So. Warte mal, dann nehme ich am besten... Günni, was sagst du dazu? Dann nehme ich alles mit. Meine lieben Freunde, ihr seht es hier gerade im Hintergrund, der Greenscreen ist weg. Ja. Hinter mir wird noch alles eingeräumt. Wir haben heute hier alles neu gemacht und sowas und Regale aufgebaut. Die sind noch nicht aufgefüllt, deswegen auch hier auch. Deswegen meine Perücke ist weg. Ich weiß nicht, in welche Kiste wir die gepackt haben heute Mittag. Ich habe sie nicht gefunden, tut mir leid. Aber ja, wisst ihr da Bescheid, ne? So, Bootsman! Hier. Kann ich das alles haben? Nein, noch nicht. Zuerst testet ihr das mal, ihr müsst das testen. Ich habe keine Zeit für sowas und ich dachte, ihr zwei seid die Richtigen. Ihr habt da Ahnung im Umgang mit diesen schweren Maschinen. Ja, da hast du genau die Richtigen erwischt. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe, der Schaden ist nicht größer am Schluss als der Nutzen. Gut's mal an. Jo. Ich bin der King. Okay, und wo ist der andere? Das ist der Kloputzer, der dauert noch was. Der muss die ganzen Dixie-Klos jetzt mit einem Gartenschlauch ausspritzen. Okay. Muss ich ihn direkt mal fragen, ob er das wirklich macht? Ja, frag ihn mal. Weil das wäre ein bisschen ein Niveauabstieg. Der macht das gerne. Der hat gesagt, das ist sein Lieblingsberuf. Also der Kloputzen, Dixie-Klo sauber machen. Vor allen Dingen immer die ganze vollgeschissenen von den 6-Jahres-Baustellen. Da geht er mal gerne rein. Schon eine schöne Maschine, oder hier? Sehr schön. Kann ich mal testen? Nein, noch nicht. Hallo? Warum nicht? Weil wir warten. Auf wo wen? Schleicht denn der schon wieder rum? Überall und nirgendwo. Komm, wir gehen Vögel erschrecken. Ja, alle weggeflogen. Gibt's noch mehr? Ja, hier. Auch weg. Mach mal die Hose runter hier. Da kommen keine. Ja.
Der hat ja eine Ewigkeit. Gut, fangen wir mal an. Juhu! Der da ist, dauert sehr wieder ewig und 3 Tage. Also das hier links ist dein Fellbündler, mit dem kannst du die Scheiße fällen und gleichzeitig festhalten. Ja. Mittig steht einer, mit dem kannst du die ganze Scheiße verladen. Okay. Also nicht dich verladen, sondern Bäume verladen. Ja. Natürlich. Und der rechts, das ist halt der größte, mit dem kannst du auch schwerere Dämme und mehr Baumstämme, heute kann ich nicht sprechen, verladen. Ja. Genau, und das könnt ihr eigentlich mal testen hier. Ah, und hier unten ist der Harvester natürlich. Und die passen sich alle dem Gelände an, also wenn du runterfährst, wird er das Niveau von dem Harvester gleich behalten, das von dir hingegen nicht. Darf ich es testen? Ja, hier so ein bisschen eine Schneise reinhauen, so nach unten zur Straße. Hey, die Steuerung ist kompliziert, pass auf! So, jetzt geht's aber los hier, du! Jetzt mach dich bereit, ich fäll dir alles... Ja? Günther! Ja? Bist du doch da? Ja, ich sehe hier Bäume. Ich bin unterwegs... Was? Hast du einen Auftrag? Nö, ich kann ja das testen. Ach so, warte, ich will... Scheiße! Jeder stellt die Kacke hier im Weg! Das gibt's doch gar nicht, so eine Scheiße hier! Was für eine Kacke denn? Mensch, überall steht Geräte im Weg! Oh, jetzt macht er auch noch hier... Samba, aber vom Allerfeinsten. Was ist denn jetzt? Ja, warte, Günther, ich bin am... ich komm, bin gleich da! Du bist doch dort, ja? Ja, ja. Ach Mensch, ey, was ist denn hier das für Mist? Ist doch hier, Kacke ist es doch. So. Oh. Ey, wo ist... Ich häng hier! Scheiße! Oh, Günni, also für das ist er nicht gemacht. Ja gut, ich muss los, Herr Brunsmann, ne? War schön. Ja, genau. Da muss ich auch los. wenn Mali kommt, dann sag mal, ich bin weg. Okay, gut. Wo ist denn der? Genau? Manni? Das ist mit dir nicht richtig. Geh da bloß nicht hin! Warum denn? Ja. Ja, bleib doch hier, Idiot! Nee! Ja, was denn? Ich hab das Ding kaputt gemacht! Ich hab viel Geld! Ich muss los jetzt! Nee. Ich hab dich nicht gesoffen. Ich kenn dich gar nicht. Weiß nicht, wer du bist? Verpiss dich, Mann! Ja, tschüss! Unglaublich. Ah ja. Was ist denn hier los? Meiner einer. Hallo, Herr Brunsmann. Hallo. Kannst du mal hier einparken? Ja, einfach hinstellen, passt schon. So, ja, rein die Olga. Schön. Und anhalten. So, Herr Brunsmann, was geht denn hier ab, Mann? Ja, die Firma John Deere hat mich gefragt, ob ich euch mal diese 4 wunderschönen Gerätschaften vorstellen darf. Vielleicht besteht danach da Kaufinteresse, je nachdem. Aha, okay. Aber ich denke, ihr seid sicher die Richtigen, wenn es um schweres Gerät in Forstwirtschaft geht, genau. Auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei dem Auftrag, den wir gerade haben. Sauerei, ey. Was sind das für ein paar Amarillos? Bist du der Vierte? Oder sehe ich den noch nicht? Der Vierte? Der Vierte hier unten. Ach so, der ist hier unten. Der mal kurz... Ach hier, mit dem Dings vorne dran. Ja, genau. Nein. Und hier okay. Automatischer Hangausgleich, also wenn ach so? Du hochfährst oder so. Also nicht
cholerisch, sondern der Berg hoch. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, ja. Okay. Also da kann man auch mal Probe fahren, das ist kein Problem. Können wir einsetzen, ja? Einsteigen, ja. Bei uns mal. Okay, krasse Scheiße, Alter. Hast du noch ein paar Big Bag Dinge ohne Stie? Ja, kannst du einladen. Ja. Quatsch ordentlich, Junge! Genau! Ja! Bist du wieder da? Ja! Günni, du alter Holzkein! Wie aber nicht sehen! Du hast wieder angestellt! Junge, ich hab gar nichts gemacht! Boah, zack! Hast du gesehen? Hier ist die Kette scharf! Beim Feld übrigens, Günther, geh mal aus dem Weg, Mann! 90 Meter Aktionsradius! Was für ein Aktionsradius? 90 Meter, Günni, nicht so nahe! Wenn die Scheiße unter dem Kopf fliegt, bist du das Leben lang tot! Was? Bist du das Leben lang tot? Genau! Ja! Naja, klar, ist auch, gibt sogar Sinn, so wenn man drüber nachdenkt länger. Und jetzt pass auf, ja, genau. Rambazamba. Ah, mach das doch nicht wie ich. Warum war doch alles gut? Ich hab vorhin den Kran, der war unter dem John Deere festgekallt, da muss er aufpassen. Hey, was hat er? Ach, hier hinten den Baumstamm. Ich soll mal drüber kommen mit der Kette hier, mal gucken. Da musst du mit Power, drück doch mal gar drauf auf den Kran. Ja, ich drück doch richtig, Junge, volle Lotte. Geh mal raus da, ich zeig dir, wie das geht. Verpiss dich, ich fahr. Sag nicht, verpiss dich. Warum? Was frech ist. Bist du doof oder was, wenn ich gerade fahr? Gib mir raus da. Und kannst du da hinten einsteigen, das kannst du vergessen. Da ist er, kannst du aber nur umlegen, Günther. Ich muss testen. Ey! Günther? Günther, was war das bitte? Ich weiß nicht. Oh, nochmal, Junge, guck mal, was der für ein Dingsausgleich hat hier. Für einen Höhenausgleich. Da kannst du ja am Übelstein hängen, ganz gerade sein, also fahren. Ja, nun, ne? Ja, was machst du nun? Ne? Musst du vielleicht vorne erstmal zumachen, du? Oh, nee. Ja, gut. Ich sage, es sollten nur bestimmte Leute sollten solche Maschinen bedienen. Ja, hallo, als wenn du das schon mal hier gefahren hättest. Genau. Ja, leck mich im Ursch. Was machst du denn da, du? Alles gut, Mellas. Macht euch keine Sorgen. Mir geht's gut. Ja, ich auch so gefahren. Ey, das hört nicht auf, wenn du das nach unten tust, dann hört das nicht mehr auf. Nee, ist klar, musst du die Scheiße wieder loslassen, Günther. Vielleicht wäre es besser, wenn du aussteigen würdest. Ja, gut. Ja, jetzt probiere ich das mal. Aha. Ja, hast du recht, Günther. Hört nicht wieder auf, zügelst. Geil, krass. Ui! Ja, man muss ein bisschen sachte damit. Ui! Man muss ein bisschen sachte damit umgehen, Günther. Uiha! Aber krasse Scheiße, Alter. Hä, was ist denn hier? Mensch, fahr doch durch, Junge! Jetzt runter, aber ja, ja! Oh. Wir können auch, Junge, komm! Ja, los! Junge, Ja. Fahr jetzt! Jetzt kriegst du wieder Klatsche! Sonst. Willst du gleich? Das kannst du als Fresse oder was? Zisch ab hier! Ja. Ich hoffe, hast du dich dabei. Ey, Junge, wir sind hier am besten. Mach mal hier zur Breitseite! Mit auf die Gasse, ey. Suchkopf. Was für ein Gas hier auf? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Suppe. Vielleicht hat der Suppe auf dem Gas hier auf. Was denn? Könnte sein. Ja, ich will mal hier den, muss ich mal testen hier. Das sieht nämlich eigentlich ganz technisch aus, das Ding. Sind alle recht technisch. Die einen können, die anderen nicht. Guck mal, was kann der jetzt hier? Ach, hier, ne? So, ja. Der jetzt für die ganzen Bäume Money. Ja, ja, ich weiß schon. Also kann ich hier so hinten dann so ganze Bäume anheben quasi. Hält da hinten mit feste, ja. Richtig. So, warte. Dass sie nicht so rumschwaudeln. Was macht er denn? So. So, pass auf jetzt, Günther, wenn du jetzt hoch machst. Kannst du hier
Kannst du hier? Deck? Naja, verstehst schon, wie ich mein. Ja, guck, Günther. Ist es hier? Günther. Ja? Was machst du denn? Nichts, über Dinger testen. Oh, das ist ja Schnieke. Was? Was du da machst. Lass mich mal. Wisst ihr, was ich mach, Junge? Lass mich mal. Ja, chill doch mal! Nee. Wuhu, hier haben wir Arm gebrochen. Warte mal, ich muss mal hier. Oh, sehr mit der Bedienung, ey, da muss man echt das mal. Ne? So, aber pass auf, der hat weiße Sitze, Alter. Mach die nicht dreckig. Bis dahin von der Dreckschose an. Ta-da-da. Kostet die Dinger bei uns hier? Viel. Aber wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr da mal sprechen mit dem Vertragspartner und ihr könnt da etwas ausleihen. Aber auch nur eines. Wofür ist denn das Gerät hier? War mir so klar, dass ich brauchen kann. Günni zum ganzen Stämme laden. Ja, aber wofür ist das Metall? Jetzt fass dir doch mal weiter voll an! Hab ich doch! Nein! Wie nein? Leg den mal ab! Wie? So ist's nicht. Was gedacht. Machst denn du, Idiot? Warte mal! Mensch, leg das Ding ab! Jetzt lass mich doch mal testen hier! Mensch, du bist falsch! So ist richtig! Nein! Warum nicht? Ablegen! Hä? Nicht hoch! Ablegen! Ja, schlechter. Oh, ja klar. Ey, muss ich direkt groß. Du hast gesagt ablegen! Ja, nein! Och, nee. Black ist die Straße der falsche Ort dafür. Meine Fresse, so, ich muss weiter. Brunzi, aber Dankeschön, ja, dass wir uns das mal anschauen konnten. Ich denke mal, da werden wir bestimmt mal was testen. Kann ich was mitnehmen? Was? Kann ich vielleicht lieber nicht. Kann ich den hier mitnehmen? Nein. Warum nicht? Weil Manni vielleicht eher der ist, der solche Maschinen fahren sollte. Ach komm. Mach dir mal nicht ins Hemd. Ja, genau. Ich meine, wo er recht hat, hat er recht. Alter, ich teste das Ding auf Herz und Niere, wenn ich damit fahre. Nee. Also, das hast du schon gemacht. Ja. Dann lass der Ding hier mitnehmen. So, meine lieben Freunde. Aber. Ich würde sagen, der Maschinentest ist erstmal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen auf jeden Fall da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.